Moin Moin und willkommen zurück zu Project Zomboid. Leute, ich würde euch am liebsten, am allerliebsten würde ich euch meine gesamten Mods, die ich verwende, nicht nur in diesem Spiel, sondern generell alle Mods, die ich besitze, würde ich euch lieben gerne zur Verfügung stellen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich eine Modliste erstelle, also die kompletten Mods erstelle. Und euch die als Link sozusagen in der Videobeschreibung zur Verfügung stellen kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Ungelogen. Also ich habe keine Ahnung. Wenn einer von euch mehr weiß oder wie das geht, würde ich mich riesig darüber freuen, dass ihr mir das eventuell in die Kommentare schreiben könnt. Wie macht man das? Wie funktioniert das? Das würde mich brennend interessieren. Dass ich euch wirklich mal meine gesamten Mods zur Verfügung stellen könnte und dass ihr selber auch mal ausprobieren könnt, experimentieren könnt. Na, so wie euch halt der Sinn steht. Was nun? Das ist ja unser Spielstand, unser aktueller, und ich stelle euch einfach mal, ihr müsst jetzt einfach mal auf Pause drücken oder so. Ihr seht ja hier die Modliste, die Mods, die ich verwende. Ich mache das mal ein bisschen langsamer. Könnt ihr mal kurz gucken, beziehungsweise auch auf Pause drücken. Da gebe ich euch mal die Chance dazu. Scroll einfach mal ein bisschen weiter. Dann seht ihr, welche Mods ich für diesen Spielstand, es ist jetzt nur dieser Spielstand hier, ne? Welche Mods ich hierfür verwende. Okay. Ich denke, das reicht. Und ja, wir gehen rein. Ab rein in den Herbert. In der letzten Folge, ich wäre euch liebend dankbar dafür, wenn ihr mir eine Art Beschreibung geben könntet, wie das funktioniert, wie man das macht, wie man das erstellt, dass ich euch das wirklich mal kompakt als Link zur Verfügung stellen könnte. Und ja, dass ihr den eben auch nach Berlin mal ausprobieren könnt. Das ist nämlich so eine Sache, ich bin da nicht so technikaffin, muss ich einfach mal so sagen. So ein kleiner Technik-Dulli halt, ne? Deswegen, mit dem Profi-Stream oder so, das wird definitiv nix bei mir. Das kann ich euch sagen. Da brauche ich noch sehr, sehr viel, da müsste ich mir noch so viel anlesen, so viel machen und keine Ahnung was, beziehungsweise, auch irgendwann mal Zeit dafür finden, um das Ganze mal umzusetzen. Ich bin da nicht so auf der Höhe, was das angeht. Aber gut, was willst du machen? Man kann nicht in allem perfekt sein. Deswegen hoffe ich, dass das erstmal so reicht. Dann müsst ihr halt auf Pause drücken und guckt euch die Mods an. Schreibt euch da welche ab. Ganz oldschool-mäßig. Blatt Papier rausnehmen, Stift und dann einfach aufschreiben. Und dann selber nach den Mods suchen. Ich weiß, dass es ziemlich aufwendig ist. Kann ich verstehen. Und dass der eine oder andere darauf auch keinen Bock hat, kann ich auch verstehen. Aber mehr bleibt mir jetzt nicht übrig. Deswegen sage ich, wäre ich euch echt dankbar, wenn das der ein oder andere kann, beziehungsweise weiß, wie das geht. Kräftigen Schluck noch nehmen. So, wir gehen rein in Herbert. In der letzten Folge haben wir echt den Schrecken unseres Lebens... den Schrecken unseres Lebens erlebt, irgendwo ein Stück weit. Kommt da einfach mal eine fette Horde die Straße runter spaziert und demoliert uns da mal knusprig unsere Base. Es ist auch 19 Uhr mittlerweile. Und unser Charakter ist müde. Das heißt, was Kämpfen angeht, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Also mal so gar nicht. Ach so, da fällt mir ein. Einen Moment. Vor allem, ich sag noch, ich hab das Gefühl, das klopft da draußen. Und dann wirst du mal knusprig überrannt, ey. Wild einfach nur. Aber wir können, was Kämpfen angeht, das ist schwierig. Das ist echt hart gerade. Wir müssen auf jeden Fall in der Folge, wir müssen unsere Base absichern. Da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Beziehungsweise den Außenposten hier. Scheiße, ey. Boah, wir können ja mittlerweile auch. Wir müssen das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen aussetzen. Ich spule die Zeit. Alkohol, glaube ich, haben wir auch nicht da. Ehrlich gesagt, nehmen wir mal einen kräftigen Schluck davon.
spule jetzt einfach mal vor, damit sie so richtig schön müde wird. Ich habe irgendwie, also was mein Charakter angeht, ich sehe irgendwie schwarz, dass das hier nicht unser erster und letzter sein wird. Na, es kommt Langeweile auf. Pass mal auf, mach mal noch mal Sport. Vielleicht kann das jetzt auch fatal werden. Und nur um die Langeweile ein bisschen zu drücken. Minimal gedrückt. Auf dem Boden sitzen. Ich meine, wir sind jetzt hier oben. Komm, dass du so richtig schön kaputt bist. Kann sein, dass wir morgen Schmerzen des Todes haben werden. Ja, das reicht. Ja, komm, doch, ich denke mal, sie wird morgen schön Muskelkater haben. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir es einfach. Wir schlafen, riskieren es jetzt einfach mal und dann sehen wir weiter. Okay, bis jetzt ist alles gut. Wir sind durstig. Wölfe, nicht gut. Triggert weitere Zombies. Und sie furzt im Schlaf. Auch nett. Gott, habe ich mich eben erschrocken. Ey. Oh, und noch ein. Immer, lass alles, Mädel, lass alles raus, was keine Miete zahlt. alles her damit. So, Baseballschläger, ausrüsten, bitte. Ich bitte drum. Schmutzigen Stofffetzen einmal auf dem Boden. Das muss hier nicht aussehen wie geleckt. Oh, ich sehe gerade, der Sturmtechnisch sieht das auch gut aus. Befüll mal bitte deine Wasserflasche. So, befüllen, leer. Bitte. Und nochmal, befülle Wasserflasche. Wir waschen uns auch gleich mal. Komm, bevor wir uns hier... Solange wie wir noch Wasser haben, sollten wir das auch tunlichst tun. Tunlichst tun ist auch nicht schlecht. Kleidung. Ja, wir haben Schmerzen. Muskelkater. Aber anscheinend, das geht anscheinend noch. Mal sehen. Ja. Wenn nicht, wir haben doch auch Painkiller da. Also, dann würde ich sagen, bedienen wir uns erstmal daran. Draußen sieht es aus, als wenn der Blizzard so ein bisschen nachgelassen hat. Würde ich ja begrüßen. Nimm mal eine Packung Painkiller mit, bitte mit. Und die pfeifst du dir jetzt bitte eine Tablette einnehmen. Sauber. So, dann essen wir noch eine Kleinigkeit. Hier, erstmal ein paar Cracker zum Frühstück. Warum nicht? Und haben wir noch irgendwie was? Wir haben ja auch nur Crap drin, ey. Eine Dose mit Suppe. Pilzsuppe. Öffnen. 1. Gut. Essen. Alles. Sauber. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus. Einfach mal gucken, wie es da draußen so aussieht, ob die Nacht nicht noch weitere Zombies durch das Wolfsgeheul angelockt wurden. Okay, sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Aber der Schein, der kann ja auch trügen. Alles gut. Verschaffen wir uns mal einen ganz groben Überblick. Geh jetzt einfach mal auch auf die Straße und guck da einfach mal. Straße runter, ich kann nichts erkennen. Ich kenne gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, wo kommen die ganzen Feuerwehrleute her? Das waren ja hauptsächlich Feuerwehrmänner und Frauen, die hier aktiv gewesen waren eben gerade. Krass. So,
Sichern der Base. Das steht jetzt an. Sollte oberste Priorität haben, damit nicht nochmal so ein Debakel hier passiert. Wir brauchen Nägel. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch eine Schachtel Nägel irgendwo hatten. Das ist die Frage, wo? Wo? Oben, wa? Oder? Ich und meine Ordnung. Da gebe ich auch nur mir die Schuld. Ja, bestimmt hier irgendwo, hier zwischen. Könnte ich wetten. Holzaxt, ja genau, die nimm mal bitte mit. Die brauchen wir auf jeden Fall schon mal. Wir haben eine Säge. Nägel haben wir. Ja, aber das reicht definitiv nicht aus für das, was wir vorhaben. Schachtel. Eine Schachtel mit Nägel haben wir auf jeden Fall auch da. Super. Schraubenzieher, eine Spaltaxt. Eine Säge. Sehr schön. Perfekt. Perfekt, perfekt. So, dann rüstest du dich jetzt mal bitte mit der Axt aus. Beidhändig ausrüsten. Ach, einen Hammer brauchen wir noch, ne? Können wir die nicht? Okay, das geht nur so. Hammer. Oder habe ich einen im Inventar? Bup. Da ist ein Hammer. Alles klar. Gut. Den bitte mitnehmen. Wir müssen das Wetter jetzt ausnutzen. Also jetzt haben wir, jetzt sehen wir ja, wenn das kommt, dass wir auf jeden Fall hier gleich tätig werden. Und verdammt nochmal nicht trödeln. Wir müssen uns Lakenseile herstellen. Wir haben hier allerhand zu tun. Und die Schachtel mit Nägel wird uns dabei helfen, dass wir das auch tunlichst umsetzen können. Ich muss mir einmal grob einen Überblick verschaffen. Ist ja mal seit anderthalb Tagen mal ein bisschen ruhiger hier. Mal auf die andere Straßenseite mal gucken. Einfach mal so einen groben Überblick verschaffen über die Dinge, die hier eventuell noch kommen könnten. Das sieht echt ruhig aus. Das ist krass, Mann, Alter, ey. Dass die da einfach mal so um die Ecke gekommen sind. Aber wir haben höllische Schmerzen. Ja, starke Schmerzen. Ja, Painkiller. Einnehmen. Das wird uns jetzt noch den halben Tag über begleiten, wenn nicht mal den ganzen. Ich würde sagen, wir nutzen einfach mal die Bäume, die hier gleich mal gleich vor Ort stehen, um ein wenig handwerklich tätig zu werden, würde ich sagen. Mal Schiss, dass da irgendwelche in den Bäumen drinne hängen, aber wir werden es ja sehen. Ich muss ja nicht vorspulen. Beziehungsweise Trick 17. Danke nochmal an die Community. Na ja, treffen sollte ich auch. Jetzt. Jetzt haben wir einen Punkt erwischt. Ich spule jetzt auch nicht vor. Ja. Wo ist er jetzt? Schlagen ins Nichts. Jetzt. Auch gut. Müssten uns auch mal kurz ausruhen, sehe ich gerade. Oh, setz dich mal bitte auf den Boden, ganz genau. Denn unser Charakter ist halt nicht so fit. Ach übrigens, in dem einen Kommentar habe ich reingeschrieben, wenn derjenige, der mit Controller spielt, oder generell, wenn ihr mit Controller spielt, hat man mich gefragt, wie ich rauszoome. Das war nicht der linke Joystick, das war der rechte. Die müsst den rechten Joystick, den müsst ihr benutzen. Und die Taste RB auf dem Controller, die müsst ihr gedrückt halten. Und so könnt ihr dann rauszoomen. Aber nur mal so by the way. Und mit dem rechten Joystick könnt ihr dann eben diverse Richtungen, könnt ihr dann eben beobachten halt. So, das mal so am Rande. Und mit dem Mausrad ist klar, da könnt ihr rein und rauszoomen. Ist halt ein bisschen aufwendiger, wenn du das Game mit Controller und Maustastatur und Controller spielst, ich weiß. Aber es ist immer wieder erfreulich zu hören, dass es da draußen tatsächlich Leute gibt, die genauso wie ich, die so freaky spielen,
so umständlich in Anführungsstrichen. Also ich finde es nicht umständlich, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber das ist genauso, als wenn man zu mir sagen würde, ja, Wiesel, dann spiel doch mit WASD. Ist doch nicht umständlich, ne? Und dann sagt jeder so, wie er mag. Und am besten zurechtkommen. Der Nachteil ist eben, das muss ich auch so sagen, der Nachteil ist an meiner Strategie jetzt hier, ist, dass du eben langsamer bist. Du bist wesentlich langsamer. Du hast dich auf drei Sachen auf einmal, hast du dich zu konzentrieren. Und das ist wesentlich zeitaufwendiger. Ja. Den Baum auch treffen. Komm, schwing die Axt. Denk mal, einmal ausruhen muss noch sein. Genau, baut sich das auf. Ich nehme einen kräftigen Schluck von meiner Brause. Gut. Komm, den nehmen wir noch mit. Als wenn sie einen gesoffen hätte. Jetzt trifft sie den Baum. Aber wenn da was an ihr Rand kommt, dann sind wir auf jeden Fall darauf vorbereitet. Und jetzt rüste dich wieder mit dem Baseballschläger des Todes aus. Beidhändig ausrüsten. Und jetzt sammeln wir die ganze Geschichte, die sammeln wir einfach mal ein. Oder zersägen die hier an Ort und Stelle, würde ich sagen. Glaube ich sogar besser. Spul nur ein bisschen vor. Möchte das ungern übertreiben hier. Fühle mich gerade ein bisschen nackt. Du hier draußen bist und einfach mal vorspulst. Ist immer so ein bisschen risky. Zersägen. Alles, bitte. Bitte. Ja. Hier auch die Geschichte auch. Nicht eins, alles. Alles. Ich meine, wenn wir jetzt kämpfen sollten, hätten wir so furchtbare Schmerzen. Das ist gar nicht gut. Das heißt, in unserer Kampfkraft sind wir ziemlich eingeschränkt, was das angeht. Ich denke mal, wir haben es gestern wohl ein bisschen übertrieben. Musste ich letztens auch wieder feststellen. Ich bereite mich ja fleißig für den Halbmarathon hier in Berlin vor, der im April stattfindet. Und ich habe es letztens auch ein bisschen übertrieben. Und habe auch schön Muskelkater bekommen. Aber so muss das. Gut, ich hatte jetzt keine furchtbaren Schmerzen, ne? So wie sie jetzt. Ich kann mich wohl in ihre Lage versetzen. Man kann es tatsächlich übertreiben. Also wenn du wirklich mehrere Tage lang nicht wirklich einsatzfähig bist. Das kenne ich. So, wie viele Bretter haben wir? 36 Bretter. Damit sollten wir noch ein bisschen was gerissen bekommen, würde ich meinen, oder? Dann würde ich sagen, öffne mal die Schachtel. 100 Nägel. Die Axt, die hauen wir bitte auch hier rein. Wieder zurück in den Anführungsstrichen Rucksack. 38 Liter Fassungsvermögen, das ist schon ordentlich. So, wir stellen uns auch gleich mal ein paar Lakenseile her, würde ich sagen. Bedienen uns jetzt einfach mal an den Leichen hier. Also sowieso nichts anderes zu verlieren. Lakenseile herstellen, alles. Ja, wir machen einen auf Leichenfledderer. Okay, wir haben jetzt 9 Lakenseile. Das ist ungerade Zahl. Lakenseile herstellen, komm. Auch nochmal. 11. Dass wir im Falle eines Falls auch flüchten können. Alles. Wir haben jetzt 13. Gut, ich denke mal, das soll reichen. Die hau mal bitte hier auch rein. Danke.
sind ein bisschen überladen. Warum? Warum, Painkiller einnehmen. Brauch eine, nimm die Schmerztabletten ein. Vielleicht müssen wir jetzt vielleicht noch kämpfen. Wäre wirklich schön oder wünschenswert, wenn du dann ein bisschen einsatzfähig wärst. Minus 17,5 Grad haben wir, lohnt sich, schön knackig. Das heißt, wir haben es jetzt sehr kalt. Das funktioniert anscheinend auch. Ich habe mir die Leichen auch gar nicht mal, noch gar nicht mal so richtig angeguckt, was wir eventuell hier noch rausziehen könnten. Lange Socken sind immer gut. Eine Feuerwehrjacke haben wir auch, die in einem katastrophalen Zustand ist, okay. Die sind noch in einem recht guten Zustand, okay. Ich überlege gerade, ob ich mir nicht tatsächlich eine Feuerwehrjacke noch anziehe. Stattdessen die Deputy-Jacke ablege. Ich würde sagen, wir gehen nach oben. Und bringen erstmal ein paar Lakenseile an. Ja. Fluchtseil hinzufügen. Montag geht's weiter. Ich bin auch schon am Überlegen. Es gibt eine Methode, wie du, ohne Vorschlaghammer hier, hier ein Loch reinmachen kannst. Dass die Zombies dich denn trotz alledem auch nicht erreichen können. Schwierig, schwierig, Leute, schwierig. So, reiß auf die Schotten. Ist auch so warm draußen. Na komm, Fluchtseil hinzufügen. Verteilen wir das erstmal überall. Fluchtseil hinzufügen. Die 22 Grad, die bleiben ja. Hier auch überall, überall wo wir können. Dass wir in sämtliche Richtungen abgesichert sind. Hinzufügen. Okay. Drei. Wie viele haben wir noch? Fünf. Machen hier bitte auch auf. Ich will wirklich kein Risiko eingehen. Hinzufügen. Danke. So, gucken wir mal bei Gelegenheit auch mal raus. Das ist nämlich das Schöne. Wenn du auf einer erhöhten Plattform stehst, so wie jetzt im ersten Stock, kannst du weiter gucken. Wenn du dann rauszoomst. So, hier hinten auf jeden Fall noch. Wir haben drei. Okay. Mach mal bitte auf. Danke. Hinzufügen. Gucken auf der Seite auch nochmal raus, was auf der anderen Seite des Sounds so los ist. Aber wie Sie sehen, es passiert nicht viel. Außer, dass da ein paar Leichen draußen umherliegen. Haben wir hier noch Holzfällerhemden, Militärstiefel. Eine Pilotenbrille. Cool. Aber ich glaube, wir sollten unseren Fokus jetzt lieber auf andere Sachen lenken. Ich bin gerade am Überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht? Probiere ich es aus oder nicht? Ich meine, wir haben Fluchtseile jetzt überall dran. Ne? Rüste dich mal bitte damit aus. Primär ausrüsten. Ich will mal gucken, ob das funktioniert. Bauen. Nee, mach dann... Bauen? Nee, mach dann nicht anscheinend. Oder uns fehlt einfach noch die Eigenschaft dafür. Oder die, den Skill-Level. Scheiße, mach da nicht. Ich wollte nämlich hier ein Loch reinhämmern. Also Boden abbauen. Oder warte mal. Nehmen. Ach,
Ach, Tischlerei Stufe 2 brauchen wir. Okay. Pass mal auf. Stichwort Tischlerei. Tischlerei Stufe 1. Lesen. Wird nicht mehr viel bringen. Dass wir da noch einen kleinen Multiplikator drauf kriegen. Dass wir jetzt die Carpentry-Sendung jetzt mitnehmen können. Es wird schon wieder dunkel draußen, das gefällt mir gar nicht. Okay. Fast Stufe 3 erreicht. Ach, wir brauchen Dings, wir brauchen dringend. Ey, wir müssen nur langsam mal unser Dings schreiben, hier unser Tagebuch schreiben. Weitere Schmerzen. Nehmen. Eine Brechstange fehlt uns tatsächlich. Scheiße. Ja, dann ist es egal. Dann würde ich sagen, sehen wir zu, dass wir hier ein bisschen was gerissen kriegen. Noch irgendwie? Oder warte mal. Nee. Geh mal nach oben. Ich passe jetzt mal auf, ob wir nicht wieder hier runterfliegen. Sparen wir uns einfach mal ein bisschen Weg. Wir haben jetzt Tischlerei Stufe 3 erreicht. Leg mal bitte das Tischlereibuch weg. Und jetzt schnappst du dir Tischlerei Stufe 2. Lesen. Auf dem Boden sitzen. Knusper dir mal das ganze Buch. In der Hoffnung, dass wir nicht gleich überrannt werden. Das wäre maximal blöd jetzt. Aber auch ein Wink mit dem Zaunpfahl. So nach dem Motto, ja, hättest du mal. Alles gut. Safe. So. Weg damit. Rauchen. Okay. Vielleicht mal einen Blick nach draußen. Es ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen. Wenn ich durchaus Besuch bekommen haben. Der Schreck, der steckt mir immer noch irgendwo in den Knochen. Muss ich einfach mal so sagen. Ich würde sagen, wir machen hier dicht. Bauen. Holz. Holzboden. Wände, Holzwandrahmen. Ich meine, das wird jetzt alles andere als gut werden, aber ich will einfach auf Stufe 3 kommen. So, ja, einfach mal ein bisschen was bauen zumindest. Obwohl, wir hätten noch Betten abbauen können, fällt mir gerade mal so ein. Aber, ach, da ist schon das Level up, perfekt. Ach komm, der Ordnungheitshalber mache ich hier dicht. Machen wir mal hier. Hier auch so eine Geschichte hin. So. Ja. Mehr schlecht als recht, aber was willst du machen? Wenigstens ein bisschen Schutz haben. Nach links drehen. Haben wir nicht mehr? Haben wir nicht mehr Holz? Das war's schon? Ich wollte doch sagen. Steck mal bitte hier durch. Sammel mal den. Oh, eine Metallplatte. Auch gut. Mach mal hier dicht.
sagen, wir gehen wieder rein. Nein. Ja, weiter geht's. Ist das ein Fenster? Nee, du sollst kein Fenster bauen. Du sollst... Genau, sowas hier. Spul mal bitte vor. Ist dicht. Wie viele Bretter haben wir noch? 16. Machen hier auch dicht. Ja. Ab 3 Bretter habt ihr einen Sichtschutz. Ja, verbarrikadieren. Sauber. Machen den Außenposten auf jeden Fall mal dicht, so gut wie es geht. Ich weiß, man hätte jetzt auch Metallplatten nehmen können und alles. Ich weiß. Aber die brauche ich wahrscheinlich noch. So. Die beidhändig ausrüsten. Schlagen wir weiteres Holz. Krass, Mann, ey. Es ist schon wild. Mit dem Wetter, ey. Nichts für schwache Nerven. Vor allem, das haben wir permanent. Permanent so ein Blizzard. Habt ihr gesehen, wir haben gerade mal ein bisschen, wo es ein bisschen leicht flockt. Das haben wir erleben können. Und jetzt braut sich schon der nächste Sturm auf. Also alles wild. Umstand zersägen alles, bitte. Nehmen wir bitte die 12 Bretter. Hier genau dasselbe. Die Geschichte, die werden wir auch mal zersägen. Baumstamm, zersägen, alles. Die Bretter stecken mal bitte ein. Wir haben jetzt 28 Bretter. Mit dir hier. Würde ich einfach mal sagen, ich werde hier oben dicht machen. Ja, hier oben. Den Zugang. Wir haben jetzt Stufe 3, richtig. So. Das heißt, du baust mir jetzt mal bitte abbauen. Ja. Nichts Vernünftiges produziert. Bauen. Du baust mir einen Holzzaun. Jetzt die alte Holzzaunmethode. Die wenden wir, das Sandwich-Prinzip, das wenden wir wieder an. Bau den mal hier hin. Obwohl, warte mal. Hier können wir nicht... Nee, hier können wir leider nicht. Okay, dann müssen wir das so machen. Skill nebenbei, gefällt mir. Hoffentlich reicht das. Das ist wirklich
wirklich das Nötigste vom Nötigsten vom Nötigsten hier, was wir hier machen. Eine Holzkiste. Kenner von euch, die wissen, warum ich das jetzt hier so mache, nach diesem Sandwich-Prinzip. Und Leute, die nicht wissen, wenn ihr jetzt noch einen Holzzaun hier hinbauen, die Zuschauer, die jetzt neu dabei sind und die das noch nicht wussten, wenn wir jetzt hier noch einen Holzzaun hinbauen, dann können die Zombies, also die normalen Schlürfer, die schnellen Schlürfer und die Sprinter kommen hier nicht durch. Das Einzige, was euch da wirklich einen Strich durch die Rechnung machen könnte, sind diese Crawler. Die können richtig ätzend sein. Sauber. Hier geht gar nichts mehr. Also, hier können, theoretisch gesehen, kann jetzt kein Zombie mehr hier durch, es sei denn, es ist ein Crawler. Ich hoffe, das reicht hier an der Stelle, dass die hier nicht durchkommen. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Wie viel Crap haben wir noch? 7 Bretter, das können wir vergessen. Leg die mal. Machen einfach mal. Geh mal nach draußen. Machen hier einfach auch mal dicht. Tür abschließen. Dann einfach mal verbarrikadieren. Spul jetzt hier draußen nicht vor. Quatsch, Blödsinn. Verbarrikadieren. Und dann wissen wir ja, ob da unten was kommt oder nicht. 4 Bretter haben wir noch, okay. Hier auch dicht machen. Wenn die jetzt hier durchbrechen sollten, ja, dann ist es eben so, dann sind die halt da unten drinne. Aber die kommen nicht mehr hoch. Würde ich jetzt echt mal spekulieren drauf. Oh, ist das stürmisch, ey. Krasser Scheiß, ey. Ach Quatsch, Blödsinn. Blödsinn, Blödsinn. Jetzt habe ich ein bisschen Mist gebaut. Einen Moment. Möchte mir ein paar Sportgeräte noch holen. Zertrümmer gerne mal diese Geschichte jetzt hier. Könnten wir jetzt theoretisch den auch verbarrikadieren. Aber nö. Nö, nö, nö. Immer mal wieder gucken. Gucken, ob keiner guckt. Zerbrochenes Glas entfernen. Und schnappen wir uns jetzt einfach mal so ein knuspriges Sportgerät. So wie immer. 20 Kilo. Passt sogar komischerweise in unseren Dings rein. Hm. Wo ist das Laufband? Da, bitteschön. Einmal rein damit. Die Hantelbank. Nee, da habe ich leider keine Mod drauf gesetzt. Nur auf dem Laufband. Gehen jetzt einfach mal schnurstracks nach oben. Warte mal, ich suche einfach mal die Feuerwehrmänner, die suche ich ab nach Lederhandschuhe. Vielleicht könnten wir uns unser Tagebuch auch schon binden. Wäre auch wünschenswert, wenn einer von denen irgendwie Lederhandschuhe dabei hätte. Würde ich mich ja drüber freuen. Aber sieht nicht danach aus. Nee. Lauter lange Socken, aber keine Lederhandschuhe. Nee, nee, nee. Leider.
Oh, uns ist arschkalt, aber mal so richtig arschkalt, sehe ich gerade. Scheiße. Nicht gut. Klau dem einen Zombie mal die Feuerwehrjacke. Bloody. Die hier, die war noch recht gut. Anziehen. Dass das natürlich jetzt schwer ist, dürfte klar sein. Und jetzt einmal hier hoch. Sauber. Wir haben da unten auch noch einen Wasserdispenser. Den werde ich mir auch gleich mal schnappen. Bau das mal bitte platzieren. Nee. Hier rein, genau. Das hier rein. Und einmal platzieren. Du sollst... Ach, verflucht noch eins. Du sollst... Genau, das Laufband sollst du hier platzieren. Bitte, danke. Himmel, Arsch und Zwirn. So, was ist hier? Ich trau mich gar nicht, ey. Ach, hier, klettern. Aber ich habe eben gerade gar nichts gemacht. Anscheinend funktioniert das nur in eine Richtung. Okay. Oh, das ist gar nicht gut, ey. Wir haben uns gerade echt... Das war eben gerade nicht sehr gut. Wir haben einen schönen Fallschaden erlitten. Scheiße. Also geht das, merken wir uns, das geht nur in die eine Richtung und nicht in die andere, weil nach unten geht es nur noch bergab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss ja nicht sein. Also nochmal, passiert mir der Fehler mit Sicherheit nicht. Nimm mal bitte nehmen, genau. Sauber. War hier noch irgendwas Wichtiges drin? Kisten. Auch nur... Ja, nur so ein Bürokram. Nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt der geile Shit. Klebeband auch nicht. Müllsack. Einmal bitte mitnehmen. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal wieder nach oben. Nehmen auf jeden Fall noch die 18 Uhr Sendung mit. Trinken noch einen Schluck. Befüllen alles. Und wieder befüllen. Und trinken. Da dürfen wir eigentlich hydriert sein, würde ich sagen. Hier ist noch eine leere Flasche. Befüllen. Sauber. Gehen jetzt einfach den Weg wieder zurück. Nach oben. Einer von euch nicht irgendwie noch Leder, ein paar Lederhandschuhe? Ach, verflucht. Nee, sieht nicht danach aus. Nee. Ja gut, was willst du machen? Kannst du gar nichts machen. Einfach mal rauf hier. Vorsicht! Gut. Den Dispenser, den stellen wir hier platzieren. Nein. Der ist im Inventar. Platzieren. Da ist er, genau. Oder hier einfach mal in die Ecke. Das ist gut. Ja, sauber. Jetzt nehmen wir noch die Survival-Sendung mit. Essen auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit, würde ich sagen. Setz dich bitte auf den Boden. Exposure Survival. Was lernen wir heute? Back to Nature. Nahrungssuche. Könnte sein. Fischen. Wir lernen Fischen. Gut. Alles klar. So, jetzt raucht sie noch eine. 10 Zigaretten haben wir noch. Und noch ein Lakenseil. Das legt man bitte hier ab. Und ein Brett. Lange Socken. Und eine Metallplatte. Müllsäcke auf jeden Fall. Hier die 18 Nägel. Die Türklinke. Alles, was so jetzt so ein bisschen... Was so ein bisschen störend ist. Einfach mal raus damit.
Und rüste dich bitte mal mit einem Baseballschläger. Wie, in welchem Zustand ist der überhaupt noch? Ach, scheiß, schlechten Zustand. Egal. Warum sind wir so hart überladen? Ach hier, wegen der Holzaxt. Raus damit. Der Jacke. Und dann ist auch gut. Jetzt isst du noch ein bisschen was. Wir müssen uns um Lebensmittel kümmern, Leute. Ich denke mal, das sollte wohl in der nächsten Folge so ein bisschen Priorität haben. Dass wir da auch wieder besser aufgestellt sind. Kondensmilch. Öffnen. So. Ess mal bitte. Trink mal bitte. Dass wir da auch so einen kleinen Heilungsboost bekommen. So, die Dosen, die hauen wir gleich mal weg. Hier ist auch noch ein Müllsack drin, den entferne ich gleich mal. Den brauchen wir. Das brauchen wir ja alles. Regenton zu bauen. So. Müllsack. Einmal weg. Gut. Sind wir schon wieder leicht dezent müde, aber ich spekuliere jetzt einfach mal darauf, dass die Zombies jetzt hier nicht durchkommen. Es sei denn, du hast einen Crawler dabei. Dass die sich hier dran aufhängen werden. Ich glaube nicht, dass die jetzt hier durchgreifen können und diese Geschichte hier demolieren können, zerstören können. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht, ey. Weil sonst haben wir ein richtiges Problem. Jetzt hätte ich die Barrikade woanders setzen müssen. Wahrscheinlich hier. Hier so. Ich gehe jetzt all in. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist jetzt da. Lass mich überraschen. So, wir hauen auf jeden Fall nochmal rein. Weißt du, hast... Ja, doch, komm. Du musst fit werden. Das kann so... Schwere Verletzung. Wenn du da runterfliegst, ist klar. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal Sport. Bis zum Abwinken. Dass wir richtig schön müde werden. Auf dem Boden sitzen. Ausruhen. Und dann würde ich sagen, waren wir doch echt produktiv gewesen in der Folge so ein bisschen. 20 Uhr haben wir gleich. Einmal machst du bitte noch. Wir haben ja auch unser neues... Wir haben doch auch unser neues Laufband, fällt mir gerade ein. Warum nicht davon Gebrauch machen? Und dunkel ist es, ey. Dunkel wie im Bärenarsch. Setz dich mal kurz auf den Boden. Und Leute, dann geht's ab ins Wochenende. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was vor. Außer arbeiten. Ich habe dieses Wochenende auch frei. Yay! Und werde auf jeden Fall ein bisschen was aus dem Wochenende machen. Und werde mal zusehen, wenn ich es schaffe, dass ich am Sonntagabend mich dann fertig mache und für euch dann noch ein bisschen ein paar Folgen aufnehme. Mal sehen. Ja. Jetzt sind wir so richtig schön hundemüde und mehr als nur im Arsch. Rauch eine. Das Gerät bitte auf dem Rücken. Danke. Oh, ist das dunkel hier drin, ey. Nee, du sollst es auf dem Rücken tragen. Jetzt. Danke. So, Rauch bitte eine. Dann befüllen wir auf jeden Fall noch die Wasserflasche. Dann waschen wir uns noch. Kleidung auch gleich mit. Ja, wenn wir richtig schön ausgelaugt sind, werden wir wahrscheinlich schön durchschlafen. Das war ein knuspriger Schuss. Rüste dich bitte beidhändig mit deiner Waffe aus. So Leute, dann werde ich euch auf jeden Fall noch mit durch die Nacht nehmen. Einige von euch sind ein bisschen neugierig. Ich ehrlich gesagt manchmal auch.
Und ja, wie gesagt, Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt Spaß. Was auch immer ihr vorhabt, macht's einfach. Man lebt nur einmal. Und ja, in diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nochmal, bleibt gesund, bleibt sauber und vor allem, bleibt am Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.